Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Und das ist auch ein absolutes Phänomen, ein Mysterium: Salzverträglichkeit der Wasserpflanzen. Ich hätte da mal eine Frage. Und zwar: Wie vertragen Seerosen bzw. allgemein Wasserpflanzen das Aufsalzen eines Teiches? Weil ich würde gerne meinen Koi-Teich aufgesalzen auf 0,5%, habe aber Bedenken, dass meine Pflanzen eingehen. Ja, die Bedenken hätte ich auch und die Bedenken sind auch gerechtfertigt, weil viele Pflanzen haben keine sonderlich hohe Salzverträglichkeit. Aber ich habe Kunden und ich habe das auch schon gemessen bei denen, die haben Seerosen, allerhand alle andere Wasserpflanzen, die salzen seit Jahren auf 0,5 auf und es passiert witzigerweise gar nichts. Bei anderen Kunden hingegen, die haben mir berichtet, wenn sie auf über 0,15 gehen, ich glaube bei Willi haben wir es mal gemacht, da war so ein ganz kurioser Wert, der hat es richtig ausprobiert, 0,12, 0,13 kann er gehen. Da sterben dann die Algen, ja, aber die Wasserpflanzen leben noch. Andere berichten es bei 0,2, wieder andere bei 0,3. Ich kann es nicht sagen, es ist ein absolutes Mysterium. Das Einzige, was ich sagen kann, wer sicher gehen will, sollte auf keinen Fall über 0,1 gehen, weil das sind so die untere Werte, wo wir mir immer wieder berichtet wurden, dass wenn die Leute bis dorthin gehen, 0,1%, wobei der Effekt ist auch nicht mehr ganz so groß, wenn sie bis 0,1 gehen, passiert nichts. Und über 0,1 kenne ich genügend Erfahrungsberichte, wo den Pflanzen was passiert ist, nur das Verrückte, das ist nicht alle bei 0,15, sondern das reicht von 0,12 bis 0,5 und das ist einfach verrückt. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass die Leute vielleicht, die jetzt Pflanzen haben mit einer extrem hohen Salzverträglichkeit, dass sie irgendwann mal angefangen haben aufzusalzen und ein Teil der Wasserpflanzen eingegangen ist und der Teil, der es überlebt hat, sich dann wieder weiter verbreitet hat, ist auch gut möglich, dass sich dort einfach heute nur die Pflanzen noch im System befinden, die eine höhere Salzverträglichkeit haben wie andere. Man weiß, unterschiedliche Pflanzen, sowohl Wasserpflanzen als auch Landpflanzen, haben eine unterschiedliche Salzverträglichkeit. Kann ich also diesbezüglich nicht sagen, das zu untersuchen wäre sicherlich auch ein Riesenaufwand. Aber wenn du hast jetzt keinen Namen geschrieben, wenn du sicher gehen möchtest, dass nichts passiert, bleib unter 0,1. Vielleicht sterben dann deine Algen schon, kann sein, kann auch nicht sein. Bei 0,1 Salz hat man noch den Vorteil, dass wenn man zu hohe Nitritwerte hat, dass man auch 0,5, 0,6, 0,7 Nitrit, dass man da das Nitrit für die Koi einigermaßen erträglich gestalten kann. Also diesen Effekt hat man. Den Vergesellschaftungsstress abzubauen ist 0,1 meines Empfindens nach zu wenig. Und in der Regel sind auch die Algen noch am Leben bei 0,1. Wie gesagt, Willi hat, glaube ich, 0,12, 1,3, 1,4. Ich weiß es nicht mehr. Also von daher, das ist eine Antwort, mit der kannst du wahrscheinlich leben. Und vor allem, deine Pflanzen können damit am besten überleben. Vielen Dank für deine Frage. Mach's gut und bis die Tage. Und wenn Sie mal wieder eine Frage beantwortet haben wollen, schicken Sie sie rein. Wir sind immer froh, wenn wir dann einen schönen Pool aus interessanten Fragen haben, auf die wir dann eingehen können. Dankeschön. Ciao.